So, es sind noch ein paar so Hansel im Uniform hier oben. Bei uns im Hotel waren sie auch. Der Fels da. Jetzt runter ins Meer. Und der geht. Das Aussichtspunkt da vorne. Ne, da, meine Güte nochmal. Angelika. Das ist doch wie bei uns die wilde Möhre. Ja, ich glaube, das ist auch das Kraut da. Ja, ja. Und die große, was ist das? Das hat eine Blüte. Das da ist die Knorpelmöhre. Knorpelmöhre, Ornilla oder Kronenwicke. Das ist selber was. Alle böse Geister, wenn sie das setzen. Ja. Das ist die Ruta Graveolens. Rauke. Unser Rucola. Es sind jetzt wieder so Sarazenentürme da ringsrum in Sardinien. Hier ein Klau, da das weiße Zeug da. So also ein Weiß. So sehe die da einfach, wenn Rot. Du wegschmeißt, das tut einem einfach weh. Da kannst du gucken, wo du willst. Allmählich so aus wie. Alles in jeder Variation gibt es. Das war alles. Das ist der Wanderweg da. Das ist mir genau. Wohl ist er. Das ist das Ganze. Diese Menge Pflanzen da. Die Straße da. Das ist ein Riesenfett. Haben Sie das auch schon? Das Gelb da. Und der Klatschmohn da. Da ist eigentlich alles vertreten, was man so kennt. Und Capo Grans Grancia. Auge, sagt sie da. Wir haben eine Botanikerin dabei. Die gibt es aber nur hier am Mittelmeer. Was ist das? Und das daneben da, das rote da, was ist das? Das ist ganz gemein. Eine Distel, das fliegt und als auch. Ja, das violette da. Ja, kommt das. Und das rote da, was ist das? Das liegt da unten auf. Das ist der Sternklee. Das ist der Sternklee. Der ist jetzt ein bisschen verblüht, ist was ganz hübsch, wenn man es nachher guckt. Der Sternklee von ganz nah. Das ist ja sagenhaft. Das ist so scharf. Sasserie, aber das ist natürlich eine Großstadt mit 125.000 Einwohnern. Wie überall eine Steinwüste. Stein da. Das ist alles. Die ganze Stadt ist auf dem Kalkstein alles. Berühmte Basilika in der Nähe von Sasserie. Und da gehen wir auch jetzt rein. Wie sieht das schon aus? Also schwarzer Basalt und weißer Sandstein. Rundbögen, römische Rundbögen. Das ist aber hier alles aus von Pisa oder Genuesen. Das ist eine Schafskirche. Heißt also Basilika, ist aber die Schafskirche. Hat keinerlei Gemeinde, steht hier mitten in der Pampa. Tief, ganz einfach, schwarz-weiß, aber toll. Da. Schöne Ornamentik. Das ist also. Sieht toll aus eigentlich. Da ist das Eier. Der Eierkreis, da ist ein bisschen was Arabisches drin. Tolle Kirche da hinten, aber so ein Acker und Feld. Darum sind da auch an den Kapitelle nur Viecher. Also Kühe, das ist die Kuhkirche. Einfach und schlicht, aber was soll's. Wo das liegt da, oben links Sasserie und dann da unten ist die Trinidadis da, Sagradia. Die ist eigentlich bekannt, die ist überall auch in den Prospekten zu finden.